Gegen 22.25 Uhr am Sonntagabend kam der Einsatzalarm. Feuer auf dem Parkplatz eines Großhandelsmarkts in Frechen bei Köln. Lichterloh in Flammen stand dort der Foodtruck von Willi Herren 45. Das berichtete der Kölner Stadtanzeiger am Morgen. Seiner Rifkuschelbude hatte der Kölner Schauspieler erst wenige Tage vor seinem Tod am 20. April eröffnet. Die Löschzüge der Feuerwehr in Frechen und Haberes waren mit insgesamt 53 Personen und 6 Fahrzeugen im Einsatz und hatten den Brand nach einer Stunde gelöscht. Die Dachkonstruktion, unter der sich das Fahrzeug befand, wurde beschädigt. Ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Gebäudeteile konnte aber verhindert werden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache konnten weder Polizei noch Feuerwehr bislang Auskünfte geben. Es ist unklar, ob es sich um einen technischen Defekt oder Brandstiftung handelt. Das Gelände des Handelshofes Selgros war abgeschlossen. Der im Alter von 45 Jahren gestorbene Lindenstraße-Schauspieler Willi Herren soll am 5. Mai bestattet werden. Der Termin sei nun sicher, sagte ein Sprecher seines Managements, der nach eigenen Angaben die Familie vertritt, am Donnerstag. Um die Organisation kümmerten sich federführend Herrens Kinder Alessia und Stefano. Bestattet werden soll Herren auf dem Kölner Melatenfriedhof. Dort ruhen unter anderem auch der Comedian Dirk Bach, Sexberaterin Erika Berger und Volksschauspieler Willi Milovic. Zuvor hatte die berichtet. Herrens Frau Jasmin Herren hat nach Angaben ihrer Managerin das Organisieren der Zeremonie abgegeben. Sie sei momentan körperlich und psychisch nicht in der Lage, dies zu übernehmen, erklärte die Managerin. Ob sie die Beerdigung besuchen könne, sei noch nicht klar.